Hallo liebe Freunde und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Binding of Isaac Rebirth und heute nicht alleine. Das ist dein Stichwort. Hi. Super. Hi, ich bin der Stefan und ich mache Videos auf YouTube und ich spiele heute auch den gleichen Seed wie der liebe Sage und ich nehme das auch auf. Ja, also wie ihr gehört habt, ne, der gleiche Seed. Ich habe uns einen wunderbaren Seed ausgesucht. Hast du einen bestimmten Charakter, mit dem du das jetzt spielen möchtest, oder? Ich muss doch keinen Charakter aussuchen, steht da, oder? Ich habe dir einen anderen Seed geschickt, diesen einen, Den Brittle-Bonds. Ja, genau. Da kannst du natürlich aussuchen, mit was für einem Charakter du spielen möchtest. Der Seed, den haben wir schon einmal gespielt. Beziehungsweise ich habe den schon einmal gespielt. Und ich fand den Seed eigentlich relativ geil. Also es war auf jeden Fall etwas sehr, sehr Tolles. Muss ich zugeben, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mit welchem Charakter möchtest du das spielen? Dann soll ich schon den Seed entern? Ich habe den Seed schon geentert, aber wir können ja den Charakter weiterhin aussuchen. Ne? So, ja gut. Weiß ich nicht. Ich würde entweder... Ich würde aber sagen, warte, du hast doch mit Sicherheit schon den... Die 6 mit Isaac, oder? Ja. Dann würde ich sagen, gleiches Recht für alle und wir nehmen einen anderen Charakter. Ach, hast du kein Isaac? Ach, hast du kein D6? Ich habe bisher noch nie wirklich privat gespielt, dieses Spiel. Ich habe das bisher in meiner Aufnahme. Ja, ich hätte normalerweise in der in meinem normalen Aufnahmen-Account, also Speicherstand auch, kein D6, aber da der irgendwie gelöscht wurde, habe ich den jetzt Bier weiter zu. So, wen wollen wir nehmen? Ich würde sagen, Kane oder... Kane oder Magdalene. Okay, mit Maggie habe ich letztens schon gespielt, deswegen würde ich sagen Kane. Okay. Und dann lass einfach mal starten. Los geht's! Ich habe übrigens eine Winstreak von minus 1. Ich habe eine Winstreak von 1. Warum gibt's keine Goldräume? So. Hä? Goldräume gibt es. Ist denn da oben links dann dieses, ist dann nicht dieses durchgestrichene Pokal, dass es keine Goldräume gibt? Nee. Hm. Also ich habe in dem ersten wunderbaren Raum die 3-Dollar-Bills gefunden. Dass ich jetzt immer random Tiers habe in jedem Raum. Oh geil, Sensen! Sensen ist ja auch wieder was ganz, ganz Neues. Das hatte ich auch noch nicht im Isaac. Also, den Seed, den wir spielen, wie ja schon mal gesagt, den haben wir schon einmal gespielt und... Hab ich nicht, ne? Also, ich hab den schon einmal gespielt und ich fand den wirklich awesome. Der hat richtig viel Spaß gemacht. Die Frage ist nur, wird Ludus der Seed genauso viel Spaß machen? Ich hab Angst. Ich kann nur eins sagen, du musst besonders vorsichtig sein. Warum? Das wirst du noch merken. Weißt du, besonders vorsichtig sein ist nicht so mein Ding, ne? Ich weiß. Meins auch nicht, aber trotzdem. Was ist das denn? Mums I Charm Tears. Och nö. Was? Charm Tears? Was? Achso, du hast jetzt den, Ich hab Mums, was ist das? Keine Ahnung. Pheromon, scheiße. Pheromon, genau. Das ist nicht so, ich bin jetzt gleich beim ersten Bös. Ich hab auch schon eine ganze Stage gecleared. So, auch mit Bös? Mhm. Nee, vom Bös noch nicht. Vom Bös. So ist es. Okay. Ich bin ein böser Junge. Ich gehe jetzt erstmal zum Boss rein und... Oh Gott, zum Glück habe ich keinen schrecklichen Boss. Oh, wunderbar. Und dieses Mal habe ich die 4 Shots. Larry fürchtet mich. Er hat Angst vorm schwarzen Mann. Haha, ich hab ihn. Boah, ich hab voll Angst, Mann. Was zum Henker? Man kriegt 2 Herzen Schaden. Nee. Man stirbt instant. Nö, ich hatte 2 Rüstungsherzen, bin ich gestorben. Ach so. Ich hab mir gedacht, hey, gehst mal in den Shop und kaufst dir mal eine Bombe für so einen Kreuzstein da. Mhm. Und jetzt hatte ich halt 2 Herzen, also 2 Rüstungsherzen und hab die direkt abgezogen bekommen. Ja, das ist das Schöne an dem Seed. Soul Hearts und die schwarzen Herzen, ne? Die werden, wenn du getroffen wirst, alle instant weggehauen.
Genauso wie die roten Herzen. Und wenn du nochmal getroffen wirst, instant tot. Ja, dann hat mir das Seelenherz jetzt gar nichts gebracht. Die Seelenherzen bringen dir insofern etwas, dass du einen Treffer mehr einstecken kannst. Hauptsache, mich schreibt der Röder an. Hey, hier kommst du, Röder. Ach, ist das schön, der Herr Röder. Wir rufen dich gleich an. Oh, fuck, Mann. Naja, auf. Noch. So. Ja, der Grund, weshalb ich diesen Seed jetzt noch einmal... Nein! Ich merk schon. Nein, ich bin tot. Ich hatte zum Glück beim ersten Boss ein Pentagramm bekommen. Okay, ich darf nochmal einen Restart machen. Ja, Grund, weshalb wir auch diesen Seed spielen, ich hätte auch einen ganz, ganz anderen Seed nehmen können, womit wir einfach einen normalen, interessanten Run machen könnten. Der Röder sagt Hallo YouTube. Aber der Grund, weshalb ich gerade diesen Seed genommen habe, ist einfach, dass ich eine etwas kürzere Folge haben möchte, weil heute nämlich wir den Aufnahmetermin für Village Wars haben. Todsage. Ich weiß. Also heute haben wir den Aufnahmetermin für Village Wars und deswegen wollten wir uns jetzt eigentlich mal... Deswegen wollte ich jetzt eigentlich nur ganz, ganz schnell eine kurze Runde aufnehmen und mit diesem Seed denke ich mal... Morgen, wenn die Folge jetzt hier ist gerade gute. Hä? Kommt die Folge, die wir gerade aufnehmen, auch morgen, also am Donnerstag? Also morgen, ja. Gut. Nein! Ficken! Schon wieder tot. Ach cool, mein erster Boss ist Dingel, ich hab schon verkackt. Und weißt du, was das Schöne ist? Du darfst auch nicht in Zacki-Zacki-Räume gehen. Ich hab verkackt, bin tot. Ich bin schon zweimal gestorben, Junge. Oh, ich auch. Ja, ja, ich bin jetzt auch zweimal gestorben und ich habe Loki's Horns. Natürlich geil. Boah, aber die, was ich am gehasst habe mit Loki's Horns ist, wenn man dann, ach Gottchen, wenn man dann Dr. Fetus hat. Dann denkt man, Mensch, jetzt trickt sich euch alle aus und schießt euch mit Bomben ab. Schießt in alle Richtungen und läuft selber in deine Bomben rein. Nein, Witz, nein, ne? Nein! Kane ist ja an sich richtig unnütz geworden, ne? Ja, außer der ganz ebene Lackfuß bringt da ja nichts mehr. Pillen sind ja immer noch schlecht, also kannst du Schädel haben. Was bringt nochmal dieses Item Pyromaniac? Mir wurde mal gesagt, dass es irgendwie heißt, dass ich durch Bomben oder sowas HP bekomme. Ich hab keine Ahnung. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann finde ich das ja eigentlich mal gar nicht mal so ganz so scheiße. Finde ich eigentlich ganz knorke. Ich bin schon ein drittes Mal gestorben. Ich noch nicht. Och nö. Oh, das ist doch... Also, wir werden diese Folge auf jeden Fall kurz halten. Ich denke mal 20 Minuten höchstens. Höchstens, ja. Weil, wie gesagt, Aufnahmetermin für Village Wars und wir wollten den Herr Röder jetzt nicht wirklich warten lassen. Oh Gott, der erste Boss Dingel. Ich glaube, ich weiß, was diese durchgeschriebene Trophäe heißt. Einfach keine Errungenschaften. Boah, ich bin ein schlauer Bub, Alter. Ja, das kann natürlich eigentlich der Fall sein. Immerhin kriegt man ja keine Errungenschaften, wenn man mit Seed spielt. Ja, kriegst ja durch Mods auch nicht. Mhm. Nein, verpiss dich! Dingel, geh weg! Alter, ich hab Envy, Alter! Geht doch nicht klar! Große Kackboss! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ey, was ist mit Dingel los? Normalerweise schießt er bei mir instant und... die ganze Zeit, aber jetzt hat er die ganze Zeit voll Bock drauf, mich irgendwie zu rammen. Geschafft. Damage und Range up. Hast du denn den Seed... Oh, ja, Ficken! Hast du den Seed überhaupt mal geschafft? Nee, ich hab einen Part aufgenommen, den Seed, und habe wirklich, was weiß ich, wie viele Versuche gemacht. Also, das ist der Part mit bloß nicht treffen lassen oder so? Das Schlimme ist einfach nur, wenn du so einen Raum hast, wo einfach schon von vornherein zwei Typen auf dich losgelaufen kommen und du einfach nicht ausweichen kannst. So einen Raum hatte ich gerade. Oh. Dies ist aber schön. Oh, ein gutes Item. Oh. Semi-gut. Ach Mensch. Rosary Bleed. Mach ich mal das hier kaputt. Mal gucken, was da so rauskommt. Spinnen! Hundis! So. Oh. Okay, Itemraum. Was gibt's hier drin? Oh, das heilige Wasser. Das ist ja super toll. Wenn er getroffen wird, kommt Wasser. Ja. Ist doch schön. Wenn ich getroffen werde, dann habe ich halt eine kleine Pfütze unter mir, aber das bringt aber nicht so viel. Aber hast du nicht diese zwei Rüstungsherzen von diesem Item, Rosalie-Ding da? Nee, das ist ja nur, wenn man... ich habe das Trinket bekommen, nicht diese tolle Kette an sich. Oh, ist auch noch ein Gemini-Champion, Alter. Ich kann kotzen. So.
Was haben wir denn hier? Pandoras Box? Was macht Pandoras Box? Pandoras Box? Was ist das? Ach Mensch, die kann ich einmal aktivieren und dann bekomme ich Stuff. Achso. Oh! Okay, jetzt habe ich mir einen Soldat gekauft. Das bringt allerdings nichts, weil ich eh nur einmal getroffen werden muss und dann ist das sind die beiden Soldats weg. Ja, besser einmal getroffen werden, als gar keiner getroffen werden, bin ich. Besser Arm ab als Arm dran. Oh, aber sauber, du musst auch dran denken, ne? Wer anderen eine Gräbe grub, der Seriosen bucht, ne? Was? Wer anderen eine Gräbe grubt, der sich in die Hosen bucht. Ja. Aber es ist auch noch kein Meister vom Pimmel gefallen, ne? Also. Nee. Doch, der Röder. So, jetzt habe ich hier. Wie heißt der Boss nochmal mit den kleinen Haunted oder so? Ich weiß nicht. Wie sieht das aus mit Devil Deals? Devil Deals kannst du machen, das ist ja das Schöne. Cool. Ich habe nämlich gerade so Joker bekommen. Jetzt habe ich einen Savage ab und warum leckt das Spiel gerade? Spiel, warum leckst du? So. Das habe ich noch nie gehabt, dass das Spiel ruckelt, Alter. Was ist denn los? Das ist aber wunderbar. Dann nehme ich mal Guppies Paw. LOL! Ich habe Schaden bekommen, bin ich gestorben? Talent? Ich habe auch keinen Herzabzug bekommen oder sonst was. Schau mal vor, ich hab den Seed gewagt und bin unbesiegbar. Du bist ein Bastard. So. Du bist ein Pimmelberger. Ich wäre eigentlich schon tot wieder. Oh, und Rüstungsherz, der bei mir läuft. Ja, okay, ich bin momentan bei Caves 1. Ich bin bei Basement 2 und irgendwie ruckelt gerade das Spiel, ich weiß nicht warum. Hast du da vielleicht gerade irgendwie ein Update im Hintergrund laufen oder so? Das habe ich ja sonst. Nee, es ist nur irgendwie auf der Ebene gerade, glaube ich. Also habe ich das Gefühl. Mensch, die Ebene ist einfach kacke. Oh, okay, dann muss ich aber mal gucken, dass ich hier noch weiterkomme. Ah, komm. So, was haben wir denn im Goldraum? Ach, The Wafer. Den brauche ich natürlich. Ey, so ein geiles Item mit so einem beschissenen Seed, ey. Dann war hier drin. Ah. Money, money, money. So funny. Oh, da haben wir den Item Room. So. Zack. Oh Gott. Nee. Item Raum, was haben wir. Wow, Mom's Pad. Trinken Sie den Söder, Herr Röder? Nee, das war nicht gut. Jetzt gut. Oh, warte, ey. Jetzt muss ich echt überlegen, was mache ich? Ich meine, ich habe Guppies Paw. Damit kann ich mir noch eigentlich was so ein bisschen Heilung geben, ne? Aber jetzt habe ich hier im Shop gerade die Bibel. Damit könnte ich fliegen. Und Mom töten. Ich nehme die Bibel. So, ganz einfach. Dann lasse ich da noch das Soul Heart drin. Lohnt sich eh nicht, die Scheiße zu kaufen. Ach, der Schäse. Also der Seed, ne? Der ist wirklich so extrem frustrierend, aber der macht so viel Spaß. Leute, falls das manchmal so ein bisschen hakt, das liegt nicht an der Aufnahme, das liegt irgendwie an dem Spiel. Aber es geht ja! Oh, ich habe natürlich den Superboss bekommen, ne? Was denn? Ultra Pride. Nein! Der geht ja an sich noch. Ja, der geht noch, Da muss ich dir zustimmen, der geht noch. Aber das Problem ist einfach, wenn er dann anfängt, also der Große, dann plötzlich anfängt, irgendwie so komisch zu kotzen. Und man in seinem Angriff dann drin steht, das ist nicht so geil. Ja gut, aber da kommen natürlich die ganzen Trollbomben natürlich auch, ne? Ist ja auch in irgendeiner Art Scheiße. Ich hab Glück, dass ich schwarze Herzen hatte und der durch zwei schwarze Herzen penetriert wurde. Was haben jetzt Schwarze damit zu tun? Ich weiß es nicht ganz, aber ich mag die Menschen irgendwie, die sind so lustig. Hiefiken! Was? Ja, das sage ich immer, wenn ich mir nicht unnötig getroffen werde. Achso, Gesundheit. Danke. Nee, oh, jetzt habe ich dich nicht getroffen. Ich bin nämlich so ein cooler, hipper Typ, der steht auf Kraftausdrücke. Mediakraft? Mediakraftausdrücke und der ist ja, halt gut. So für die Hashtag Freiheit. Stopp it. So, super Geheimraum. Was haben. Oh ja. Ihr müsst wissen, Leute, der Sage ist pro Mediakraft. Natürlich. Sowas von pro Mediakraft.
Nächster Boss, wer ist es? The Fallen. Fickt euch. Fickt euch. Ey, leck mich doch ich mal. Sage, fickt euch. Ich bin Sage, fickt euch. Die Gurgling zweimal läuft bei mir auf jeden Fall. Ja, bin tot. Das war zu erwarten. Oh nö, Anarchis Cockbuch, Alter. Cockbuch kannst du auch vergessen, tot. Ey. Ja, komm, einen Versuch mache ich noch, aber das ist dann der letzte Versuch. Ich mach auch noch diesen Versuch jetzt hier. Ich hab Double Shot jetzt, dann läuft. So, ich habe jetzt Crystal Ball bekommen. Crystal Meth habe ich bekommen, was? Was, Walter White war bei dir? Bin tot. Bist du schlecht. So richtig dumm werde ich getroffen, weißt du. Oh Mann, ey. Was ist das denn? Undefined. Das kann... Das stand, glaube ich, irgendwann mal in die Kommentaren, was Undefined bedingsen kann. Das teleportiert mich auf jeden Fall irgendwo hin. Ja, das habe ich, das weiß ich, das habe ich auch erkannt. Nur weiß ich nicht genau, wo ein das dann hin teleportieren soll. Ob das jetzt einen in einen bestimmten Raum teleportiert oder nicht. Oh, jetzt hackt es aber ganz schön. Was ist los? Was ist los, PC? Was hast du? Oder Spiel, ich weiß nicht. Die Death-Karte, Jetzt fehlt mir allerdings eine Bombe für den Geheimraum. Oh, geil, Pin. Wenn ich bei Pin sterbe, ne? Main. Also sollte ich jemals bei Pin verrecken, ne? Dann breche ich mir das Genick. The Main. Okay, Pin. Wir machen einfach kurz einen Prozess. Ach Mensch, die Death-Karte, die Death-Karte pinnt ja so gut wie gar nichts ab. Mann! Kane, mach mir Damage, los! Sofort! Oh, Alter, ich wäre fast bei Pin verreckt. Oh, endlich! Die Box! Warte mal. Ich hab den Bandage Ball, der ist gut. Sag mal kurz, mit der Zecke, ne? Das wunderbare Trinket. Wenn ich das nehme, kann. Das lässt ja im Grunde nicht mehr los. Aber macht das nicht die Gegner dadurch schwächer? Ich weiß es nicht. Ich nehm's einfach mal, weil es kann. Ich hab grad Super Ward mit seinen komischen Trollbomben. Das finde ich gut. Der ist super. Der ist toll. Der ist einfach wundervoll. Scheiße. Okay, ich mache euch alle fertig. Oh. So, du noch und dann den Hüpfenden da oben. Und direkt zum... Was ist denn das? E. coli? Diese wunderbare Bakterie oder was auch immer das war. Blastoküste oder was? Nee, E. coli. Die Kolibakterie, das Ding, das sieht aus wie eine wie blutige Spermie oder wie ein benutztes Tampon. Okay. Ich kenne nur das komische kleine Viech, was auch immer manchmal in so einer komischen Fruchtblase drin ist, sag ich mal. Jetzt, als Boss. Ich mein's ja auch nicht als Boss, sondern als Item. Ach so. Oh. Zack und zack, weggesackt. Oh, wie ist Tuda als Boss? Kann gut sein, kann aber auch scheiße sein. Ja, kommt ganz drauf an, wie man selber spielt, ne? Oh, das ist doof, komm. Nein, 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 nein. Diese Fliegen, ich hasse diese Fliegen. Diese etwas dickeren roten Fliegen, die sind echt scheiße. Das hätte ich erst später aufsammeln sollen. Na egal. Schlüssel, ich habe noch nicht so viel Stuff. Das kann ich später einsammeln, okay. Alter, was ist denn los? Ich finde jetzt gerade so viele verkackte blaue Steine. Noch ein Soul Heart brauche ich nicht. Ey, dass ich ernsthaft mal die Soul Hearts einfach so liegen lasse, ne? Du verzweifelst, oder was? Ich bin gerade das erste Mal bei Fistula mich am Konzentrieren. Konzentration klingt bei ihm dann direkt so. Ach, oh, was habe ich denn hier? Magic 8 Ball und Hierophant.
Oh, und? Zero-Fan. Oh. Der Hierophant. Oh. Aber das ist vollkommen irrelevant. Oh, Mom's Knife. Oh. Oh, damit kannst du wirklich einiges reißen. Aber ich hatte eigentlich dafür aber keine roten Herzen mehr. Ist ja egal. Naja, aber ich hätte jetzt normalerweise noch einen Shot frei. Also einen. Also, das nenne ich mal wirklich wunderbar, weißt du? Bin ich im Devil Room. Rote Kisten. Und werde mit der roten Kiste in die Devil Room geportet. Das finde ich geil. Gefällt mir. Gibt nichts Geileres. Ach Mensch. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Oh. Oh Gott, Guppy's Tail. Hier sind noch ein paar, noch zwei weitere Guppy-Teile finden und ich bin Guppy. Ja, toll. Ach nein, Spinnies, geht weg. Sauber, ich habe eine Health-Pille bekommen. Also quasi wieder ein Hit frei, wenn ich noch ein Herz finde. Was hast du denn gerade nur für Herzen? Soul Hearts? Zwei Soul Hearts und jetzt habe ich wieder ein normales Herz noch dazu. Mann. Also ich habe momentan 5 Soul Hearts und ich hätte eigentlich noch viel, viel mehr, aber das bringt mir leider nichts. Das ist echt zum Kotzen. Und Shielded Tears. Was war das nochmal? Das muss ich zum Beispiel jetzt bei Mams Herz oder bei Isaac, wenn ich jetzt mit meinen Tears oder Messer die Projektile von den anderen treffe, gehen die einfach kaputt. Ah. Ich habe also jetzt mit meinem Messer ein Schutzschild, wenn ich ihn einfach so vor mir halte. Das ist nice. Ah, und jetzt weiß ich, was Errorraum. Jetzt weiß ich auch, was Ekuli bringt. Ey. Im Errorraum. Ekuli, ja. Das ist das Item, das, wenn Gegner mich berühren, ja, wieder scheiße bin tot. Dass Gegner dann zu Kacke werden. Ach das? Also ich war gerade im Errorraum. Ja, das ist schön, ich bin tot. Okay, also von meiner Seite wär's das. Ich werde den Part natürlich jetzt hier auch beenden. Beim Ludus könnt ihr natürlich dann auch weiterschauen, den Run, den er da jetzt noch hat. Ja, die Decks sind noch weg. Und dann sage ich an dieser Stelle einfach mal Tschüssi und tschüss, Kowski. Natürlich zocken wir dann morgen direkt wieder einen anderen Part. Nicht morgen, am Montag, weil morgen kommt nämlich dann der... Oh, was war das denn? Erste Part mit Village Wars. Wow. Da zocken wir dann was ganz, ganz anderes. Ich bin tot. Ja, dann würde ich auch sagen, von mir aus sage ich auch mal Tschüss, ne? Das ist schön. Ja. Tschüss. Ciao. Nori, lach mit. Nori, lach mit. Ja, das war schön. Ach, ich soll die Aufnahme auch mal beenden. Ich hab's auch gerade erst beendet. Ich hab's auch nicht beendet bekommen. Ciao, ciao.